Rebellen ganz aufgekratzt. Oh, eine Explosion. Hohoho. Hab ich noch nie gesehen. Hier ist kein Helikopter. Hier war noch eben noch lauter Helikopter. Wo sind die alle hin? Die habe ich auch von oben noch gesehen. Die sind alle weg oder was? Ach, die sind hier unten. Okay. Aber leider sind das keine geilen. Das sind immer noch diese... Mist, wir brauchen... Ja, der König der Rebellen am Arsch. Ich bräuchte mal was Richtiges, Freunde. Ich dachte, vielleicht wäre das ja random, was hier spawnt. Ich meine, ich wusste natürlich, dass wir hier diese Maschinengewehr-Helikaptoren haben. Aber ich dachte, vielleicht ist das ja so ein random Spawn, da kommt noch was Besseres. Ein Jet können wir auch nehmen, aber mit dem habe ich ehrlich gesagt... Ne, die kann ich nicht so gut steuern wie ein Helikopter. Egal. Das da drüben war ein Rundflug. Den lasse ich mal. Na gut, auf geht's zur Öbo-Insel da hinten. Dann nehmen wir die auseinander, so gut es eben geht mit dem Heli. Wir werden wahrscheinlich sowieso gleich abgeschossen. Vielleicht können wir uns noch einen weiteren kapern. Einen mit Raketen, das wäre ganz schön. Und dann müssen wir wieder gucken, wie wir zurückkommen. Das wäre das Schlimmste daran. Ich hätte ja gerne dieses Boot, würde ich gerne kapern. Das da mit Raketas schießt. Aber leider ist das immer sehr schwierig, weil die anderen Boote wissen, das zu verhindern. Lassen wir uns mal überraschen. Hier unten. Ist das ein guter Heli? Nee, ne? Nee. Wir könnten jetzt einen anfordern, aber mache ich nicht. Oh! Was passiert hier? Oh. Gut, das hat nicht so gut geklappt. Ich dachte, wir können da vielleicht... Ich kann nicht aussteigen. Hallo, steig aus! Alter, heute geht alles schief. Egal. So, der da hinten taucht nix. Das ist so ein News-Helikopter oder irgendwie sowas. Wir machen mal Folgendes. Wir machen einen Rebellenabwurf. Und zwar... diese hier, da hätte ich gerne... Ne. Automat ist auch noch dieser schön. Schrotflinten könnte ich mal verbessern. Schrotflinten brauchen wir dann nicht unbedingt. Brauchen wir überhaupt die zweihändige? Weiß ich gar nicht. Doppelt geführt. Hätte ich gerne diese eigentlich wieder. Die macht nicht so viel Schaden. Die Peacebringer machen immens viel Schaden. Aber die sind halt, ja, eher so nachladebedürftig, muss ich zugeben. Komm, wir machen auch mal Spezial. Dann machen wir wieder den Fire Leech. Der dort war noch so mit den 7, ne? Oder 8. 8 Ziele. Okay. Die nehme ich ganz gerne. Die mag ich gerne, muss ich zugeben. So, Fahrzeug hätte ich gerne wieder ein Helikopter. Und zwar mal ganz kurz gucken. Der ist sehr schnell vor allen Dingen. Das war der mit zwei Raketen, ne? Zwei Raketentypen. Wups. Ansonsten mit meinen Waffen bin ich zufrieden. Gerade auf die Kante da aufgekommen. Lass das. Abwechslung ist gut. So. Hauptsache, ich komme hier weg. Hauptsache, wir haben Raketen. Hauptsache, wir werden sowieso gleich abgeschossen. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Du Kackspiel. Du hast mich. Ich weiß es genau. Warum hasst das Spiel mich so? Was habe ich ihm denn getan? Das ist doch nicht wahr, Alter. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. So, war der Helikopter hier? Der war da drüben, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann ja lustig werden.
Habe ich das richtig gesehen? Hier? War hier nicht gerade... Hier ist eine Werkstatt, aber habe ich gerade auch gesehen, dass hier... Ja, da. Okay, brauchen wir auch mal nicht. Muss ich husten? Mache ich auch einfach mal. So, Fahrzeug, Helikopter. Nein, in 38 Minuten erst... Oh, leck mich doch am Arsch. Das darf doch nicht wahr sein. Minigun und Raketen, immer nach der Raketen. Es darf doch nicht wahr sein. Okay. So, gleich wieder ein Signal geholt. Rico, wenn du Porto Cochlea befreist, können wir die Pläne für das Teil finden. Wir fliegen auf, wenn wir das hier versuchen. Was? Oh oh, die Bäume. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich haue dich, Spiel. Lass das. Oh, Gott sei Dank. So, wenn ich was besuche, was? Wenn ich was versuche, was? Nochmal. Okay, der scheint aber besser gepanzert zu sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich befinde mich verschuldet. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Hey, Rico González, González, Rodriguez, Rodriguez. Helikopter am Anflug. Ja, ja, schick doch mal einen Helikopter ins Zielgebiet. Schockierend. Luftunterstützung ist unterwegs. Ein Helikopter schmappt. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. So, da kommt er. Da kommt er. Prompt, da kommt er. Verloren. Alle Mann ausschwärmen. Na, so verloren ist er aber gar nicht. Na gut, wie wär's denn mit dir, Freundchen? Oh, es sind sogar drei. Kriegen wir den aus vier Helikoptoren? Drei Helikoptoren. Ja, keine Schiene sind kommen. Normale Patrouille fortsetzen. Genau, setz mal vor, Patrouille. So. Ich rasiere hier gerade mal ganz kurz die Skyline. So, der dürfte jetzt auch schon gelitten haben eigentlich, oder? Ja, der hat gelitten. So. Na dann. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Spaß mit. Auf bitte was? Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden! Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Du hast doch gerade viel verloren, Junge. Lern doch mal draus. Der alte Spacko. Jetzt mach was für was Besseres, weißt du? Komm, sprich da eine Rolle ein, denkt er, ist der Boss hier. Ich. Ah, verdammt. Du Dreckigen. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. So, wo ist denn jetzt die Plattform? Da ist die Insel. Dann muss Sie hier... befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Nein, ich will aber nicht. Ich hab hier was zu tun. So, 31. Costa Sud. Es hieß Costa Sud. Wo ist denn jetzt... Alter, ich...
Da ist die Küste und es müsste eigentlich genau unter uns sein. Alter, das Ding ist einfach so schön zu steuern hier. Wir sind wahrscheinlich einfach genau drüber. Ich flieg mal ein bisschen zurück. Da ist sie. Und da sehe ich noch ein Stromkästchen und ich sehe noch ein paar Sachen, die man... da kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Als alter Freizeittourist hier oben. Keine anderen Probleme, da explodieren gerade Sachen. So, ich gehe mal ganz kurz. Warte, was für ein riesiges Sperrgebiet. Ich will euch ja nur ein bisschen, ne? Ich mache doch hier nur Sightseeing. Okay, das war nicht so schlau. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Track dich. Da müssen wir doch ein bisschen weg. Da ist der Treibstofftank. Da sehe ich doch noch. Helikopter am Anflug. Wiederhole. Helikopter am Anflug. Kein Problem. Jawohl. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Luftunterstützung ist unterwegs. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Double kill. Triple kill. Ja, komm. Ach, komm jetzt schon. Unstoppable. Okay. Weißt du was? Ich gehe jetzt auf die... Oder gehe ich da jetzt drauf? Achtung. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. So, scheiße Helikopterunterstützung. Weißt du, was ich jetzt mache? Die haben ja eh unendlich viele davon. Plattform aufräumen. 50.000 Raketen reichen offenbar nicht. Die leben alle noch hier. Puh, kurz beruhigen. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Au. Yeah. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Gibt's hier unten nichts mehr? Wir müssen doch noch irgendwo so einen Tank haben. Oh, das sieht auch schön aus. Ist das unserer? Protokoll einleiten. Aua, aua, aua. Findet ihn, so schnell es geht. Wir können doch reden über alles. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Alter. Was macht der denn da?
Oh! Ach, guck mal, die Treibstofftanks, da sind sie. Na, so kann man es auch machen. Wir schicken Boote zu eurer Position. So, war's das? Oder ist jetzt hier gerade nur... Alter, ist das Ding so langsam. Das Ding ist so langsam. Da wurde der Verstärker rufen. Ich glaube, es hackt. Oh, naja, gut. Alter, ist das schwerfällig. Aber das ist okay. So, dann umrunden wir das gute Stück mal. Irgendwer da oben lebt noch. Da fliegt der Kron. So, irgendwo muss da noch ein Treibstofftank sein. Ich sehe ihn persönlich nicht mehr. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Das Ziel... Nee, ich bin jetzt der Gorilla im Nebel, Freunde. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Was ist da draußen los? Bitte kommen. Oh, was ist denn... antwortet niemand. Oh, was ist denn bloß los? So, okay. Hier ist soweit alles groovy. Und ich sehe schon die beiden Tanks, die uns noch gefehlt haben. Keine Ahnung, warum ich die mit dem Heli übersehen konnte. Und das war's. Plattform Costa Sud. 5 von 5 Ansiedlungen befreit. Yeah. Und 10 von 13 Provinzen. Wir sind fast durch. Schnauze. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Und kennst du schon den neuesten? Wir schicken einen Helikopter am Abflug. Zielgebiet. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich sehe hier im Nebel gar nichts. Da hinten ist so eine kleine Insel, das ist bestimmt was Schönes. Und wir haben wieder neue Fragezeichen. Und ich habe ja gesagt, wenn wir dieses Ding hier befreien, dann werden wir leider ein bisschen... Alter, boah, Mann, das Geschütz! Ah! So, frohes Neues. Freunde, ich will hier... Guck mal, da ist ein Bambi drauf. Und jetzt ein geröstetes Bambi. So, irgendwer schießt da hinten noch auf irgendwas. So, und wir düsen mal nach Hause mit unserem neuen Kutter, der wirklich sehr, sehr schnell ist. Der ist immer richtig zügig zu Hause einfach, verstehst du? Vielleicht hätte man den Helikopter nehmen sollen, aber egal. Luftunterstützung ist unterwegs. So. Hä, wieso Luftunterstützung? Wofür? Deswegen, Alter, lass das nicht wild geben. Nein, die Kanone ist doch nicht ausgefallen. Ich verstehe. Nein! Ach so, der hatte geschossen. Ich dachte schon, der wäre jetzt kaputt. Schau. Das war nett. Guck mal, wie nett der einfach ist. Also, der Vergangenheitsgrauen hat uns einfach mal eben Heli geschickt. Das ist voll lieb. Also ganz ehrlich, das macht nicht jeder. Aber der Vergangenheitsgronk ist schon netter. Zukunftsgronk ist natürlich scheiße. Ja. Aber ich bin der Tollste. So, Zukunftsgronk ist voll arrogant geworden. Aber ich bin der Tollste. Hä, wieso schickt der immer noch Helikopter? Ach so, da ist ein Fragezeichen. Und ich fliege hier voll dran vorbei. In welches Kampf? Der nächste, bitte. Warum? Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Warum? Irgendwie. Hä? Warum? Warum hängt. Hä? Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug.
Ich verstehe gar nicht, warum der jetzt die ganze Zeit... Hä? Der beruhigt sich auch gar nicht mehr. So, wird gesucht. Komm. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Na. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Komm, die Einzelteile runter. Ich verstecke mich im Busch. Ich bin nicht da. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Okay, wo ist der Helikopter? Ich meine, den kann ich gut brauchen. Da ist er. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Checkt er gar nicht, ne? Wow, wie schnell er sich bewegt. Also was war das denn jetzt, ehrlich gesagt? Habe ich keine Ahnung. Oh, ein Reh. Oh, wie schön. Nein, nicht das Leben. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Die haben aus dem Nichts einmal einen Krieg angefangen. Vielleicht wird er jetzt langsam aggressiver. Kann natürlich auch sein, weil ihm der Arsch auf Grundeis geht. Da vorne wieder eine Ballerei natürlich. Ah, ein Artefakt. Naja, da komme ich nicht ran. War ein Versuch wert. Wir brauchen aber leider einen Helikopter. Da gibt es kein Vertun. Wir brauchen einen. So, und da müssen wir lang. Denn wenn wir jetzt, und das wollt ihr ja unbedingt, ne? Also wir wollen das ja alle. Wir wollen die Fragezeichen ja unten auf einer Karte semmeln. Entweder holen wir uns einen Jet und legen uns damit aufs Maul bei der Landung. Das geht natürlich auch. Ja, oder... ja, wisst ihr schon. Ein Helikopterchen würde mir schon gefallen. Auch, das wird eine lange Reise übrigens. Ups, aber wir müssen ja eh hier hin. Halt. Hier? Ach, da. Und das nächste ist da hinten. Also wir haben hier überall wahrscheinlich verteilt die Fragezeichen, oder? Ja, da sind welche da, ne, da oben. Ich mache jetzt mal die hier an der Südküste und dann, ne, da in der Stadt haben wir auch noch welche offenbar. Da unten haben wir alle geholt. Ich mache jetzt mal kurz die an der Südküste und dann müssen wir irgendwie nach Süden weiterkommen, um die auf der anderen Map noch zu holen. Da haben wir uns ja in einer demokratischen Umfrage haben wir uns ja geeinigt, dass wir die auch noch machen. Ne, also wenn du es nicht mitgekriegt hast, warst du wahrscheinlich gerade nicht da. Ach, da ist der Schrein. So. Dit haben wir. Gut, Freunde der Nacht. Dann würde ich sagen, ich überlege gerade, weißt du was? Das geht wahrscheinlich schneller, wenn ich das einmal so mache, weil ganz ehrlich, jetzt mit dem Helikopter hier das ganze Land überfliegen, das würde dauern. Vielleicht kann man es mal mit dem Jet probieren. Den würde ich aber abschmieren lassen und dann fliegen wir hier unten so ein bisschen gezielt durch die Gegend. So. Ich guck mal eben. Rebellenabwurf. Wir müssen ja noch so ein Ding haben. Fahrzeug, Flugzeuge, Seefahrzeuge, lalala. Jets kann ich nicht. Ach doch, hier. Geschwindigkeit. Alter, guck mal. Geschwindigkeitstechnisch ist der doch super, oder? Boah, das ist eh ganz super. Also sollte man mal ausprobieren. Fire Leech können wir auch mal wieder mitnehmen. Sollte reichen.
Ich hätte vielleicht irgendwo was mit Startbahn... Ja, mit Startbahn nehmen sollen. Ist die... Ah, wir sind ja gestorben. Die Fire Leech ist voll. Okay. Hallo? Hallo, ein Fahrzeug... Hallo, ein Fahrzeug... Hallo! Alter, das ist der Bombenradius. Leck mich am Arsch. Also lieber nicht, aber generell meine ich. Oh, tut mir leid. Geil. Also sollten wir auch mal ausprobieren generell. Vielleicht jetzt der falsche Anlass dafür. Raketen und Bomben. Geil. Und vor allen Dingen, wir kommen aber sehr, sehr schnell nach Hause. Ist ja eh alles befreit, wie man sieht. Eieieiei. Oh. So, hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich soll mit den anderen Tasten navigieren, dann lässt sich der Jet wahrscheinlich auch besser steuern. Mal gucken. Mit C. Ich mach's jetzt mal mit C. Versuche mal gerade zu kommen. So, da ist er ein bisschen schrulliger in der Steuerung, aber... So. Zumindest kann man ganz, man kann ein bisschen feinjustieren. Mit C und Y ist nur zum Greifen eher so ein bisschen schlecht. Ups. So, elegant eingeparkt. Und hier soll also irgendwo... Wo ist denn hier? Wenn der Lärm der Explosion vorbei ist, dann hört man das auch ganz geringfügig. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo müssen wir jetzt genau hin? Wir sind eigentlich schon da. Ist das vielleicht eine Höhle? Hier vielleicht? Ah, es ist eine Höhle. Da hinten. Gut, ein klassisches Teil, einmal ausgraben. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. 13 von 18, davon haben wir auch nicht mehr so viele übrig. So. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Leider ohne Jet, diesmal wird es ein bisschen länger dauern. Da unten haben wir ein Fragezeichen. Da gehen wir als nächstes hin. Na, müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. So. Machen wir aber den hier. To the end.